Und dann kommt da der Moment, in dem die Menschen in der Hauptstadt einfach stehen bleiben. Es ist die Zeit des Innehaltens. Die Zeit des Nachdenkens. Die Zeit der Reflexion. Die Zeit der Ruhe. Die Zeit der Kontemplation. Die Zeit des Nachdenkens. Nachdenken hatten wir schon. Ja, egal. Jedenfalls kommt man zu dem Schluss. Man kommt zu dem Schluss, dass auch dieses Jahr in einer abartigen Geschwindigkeit vorbeigegangen ist. Mann, Mann, Mann! Da war aber auch viel Schönes dabei. Sehen Sie also bei uns Menschen, Tiere, Spaniens König Juan Carlos, den Papst mit einem iPad, eine ganz lange Salami, einen fliegenden Minister und einen roten LKW in Norwegen, der, pass auf, der folgt im Video, da fahren. Ja, so viel Zeit muss sein. Denn wir sehen ein Jahr im Zeichen der Technik. IT-Experte Papst Benedikt kennt sich da aus. Hier schaltet er gerade mit seinem Tablet-Computer eine Weihnachtsbaumbeleuchtung ein. Kein Scherz, das müssen wir ja immer dazu sagen. Man sieht gleich, mit Tablets kann man die dollsten Sachen machen. Pass auf, nee, hier nochmal rumdrehen. Und? Klasse, Internet für Fische. Da muss man erstmal drauf kommen. Faszinierend und stabil zugleich. Überhaupt dieses ganze Internet. Innenminister Friedrich erklärt noch mal kurz, worum es da geht. Worum geht es? Es geht darum, dass wir Informationen, die wo immer sie vorhanden sind, wenn sie gebraucht werden, zusammenführen können. Wow, Friedrich, das ist ja der Hammer. Also ein Mausklick genügt jetzt, um eine bestimmte Person ausfindig zu machen, eine bestimmte Organisation, die gesucht wird. Wir schreiben das Jahr 2012 und der Friedrich hat gelernt zu googeln. Also für ihn persönlich? Glaube ich, eine große Meisterleistung. Nur was auf dem Tablett vom Wolfgang Schäuble im Bundestag läuft, das dürfen wir nicht zeigen. Weil die Hausordnung des Bundestages das verbietet. Was aber mal ein Quatsch ist, weil beim Sudoku ist der Schäuble gar nicht so schlecht. Die Bundeskanzlerin wiederum hält ja den Regierungshighscore bei diesem Spiel mit diesen kleinen, ja, bei diesen, also jedenfalls kann die das, weil weil man damit Tieren nach anderen Tieren werfen kann, das hat sie wohl an die Koalition erinnert. Übrigens, auch im Gastronomiebereich kann man mit Tablets interessante Sachen machen. Und für die, denen das jetzt zu schnell ging, give me one moment in a time when I fall when I thought I could. Wir lernen, Technik ist eine dolle Sache, mit der man ganz schön was anstellen kann. Ach, Chef, gut, dass Sie kommen. Was ist denn? Ich war gerade pissen. Wir haben gerade eine E-Mail bekommen. Aus dem Internet. Ja, und? Die E-Mail kommt vom BKA. Erinnern Sie sich noch an die kleine Krüger? Die mit den roten Haaren und diesen komischen Röcken? Ach ja, bloß gut, dass wir mit der nichts mehr zu tun haben. Eben doch. Die schreibt, wir sollen alle Informationen, die wir über Nazis haben, die sollen wir ihr alle sofort schicken. Ja, aber wir haben doch gar keine Informationen über Nazis. Das ist ja das Problem. Ach du Scheiße. Oh Mann, du Knalltüte, jetzt hast du die E-Mail gelöscht. Wie jetzt gelöscht? Weg! Stein! Sie coole Sau! Mensch, Mensch, Mensch. Und jetzt mal eine gute Nachricht. Es gibt Menschen in Deutschland, die sind in den letzten Jahren viel reicher geworden. Leider sind gleichzeitig viele andere deutlich ärmer geworden. Nachlesen konnte man das im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Da stand,
Sinkende Löhne verletzen das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung. Und was kann man da machen? Naja, man könnte die Reichen dazu bringen, was abzugeben. Es ist niemandem geholfen, wenn man den Schwachen hilft, indem man die Starken schwächt, liebe Freunde. Ach Mensch, schade. Tja, aber was machen wir denn dann, wenn man den Armen leider gar nicht helfen kann? Der Philipp Rösler hatte da eine gute Idee. Man formuliert einfach den Bericht neu. Sinkende Reallöhne sind der Ausdruck struktureller Verbesserungen. Sehen Sie, da fühlen sich die vielen, vielen Armen doch gleich viel besser. Denn wenn... Wenn du glaubst, es geht nichts mehr, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Genau, wenn man ihnen ein schönes Märchen erzählt. Es war einmal ein kleines Mädchen. Das war von Hause aus nicht mit Reichtümern gesegnet. Dennoch zog es frohgemut in die Welt hinein, um sein Glück zu machen. Als es groß ward, da erlernte es ein ehrbares Handwerk, zahlte bei unbezahlten Praktika drauf und begegnete eines Tages einem armen Arbeitgeber, der sprach: Viel zahlen kann ich dir nicht, aber gearbeitet wird bei mir trotzdem. Das dauerte das Mädchen und fortan arbeitete es für einen Niedriglohn. Wenig später begegnete es einem traurigen Versicherungsvertreter, der sprach: Wie wär's denn mit einer Riester-Rente, auch wenn du später nichts davon haben wirst? Da das Mädchen gütig gegen jedermann war, schloss es die Riester-Versicherung ab und ging weiter auf seinem Lebensweg. Es arbeitete hart und gab alles den Bedürftigen, häufig sogar mehr als der kärgliche Lohn zuließ. Dem Versicherungsvertreter für eine Zahnzusatzversicherung, dem Bankberater für einen Sparplan zur Altersvorsorge und dann wieder einem Versicherungsvertreter, diesmal für die private Pflegevorsorge. Und so stand das Mädchen im Rentenalter, nur noch mit einem Hemdchen bekleidet da. Es schaute in die Sterne und hoffte nach all der Mühe und Arbeit auf einen gerechten Lohn. Und während es so gen Himmel schaute, da trat von der Seite erneut ein Versicherungsvertreter an das Mädchen heran, um ihm für sein letztes Hemd noch eine Sterbeversicherung anzudrehen. Und wenn es nicht gestorben ist, dann nur, weil es sich das nicht leisten kann. Wenn einer wie der Christian Wulff Fehler scheibchenweise zugibt, dann nennt man das Salamitaktik. Nur, die Salami vom Wulff, die ist einfach unheimlich, guck mal hier, noch ein Stück, also, die ist einfach unglaublich lang. Es ist aber auch irre, was der sich so alles hat spendieren lassen. Eine Finanzierung von einem Haus, ein Flug, ein Urlaub, noch ein Urlaub, ein Oktoberfest, eine Übernachtung, Fernseher, Kaffeemaschine, so eine Lampe, ein Toaster, ach komm, ist egal. Das Beste am Wulff ist jedenfalls seine ganz persönliche Ruckrede. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir, egal von welchem Fleck. Jetzt muss ich Ihnen mal was zum Sozialismus erklären. Also, passen Sie mal auf. Doch, doch. Ich bin der Gregor Gysi und ich habe ein Problem. Seit Jahren warte ich nun schon auf den Sieg des Sozialismus. Und nu, wo der Kapitalismus so formschön abschmiert, da denke ich... Hurra! Nee, ich denke, jetzt jedoch was. Ja, aber es geht natürlich auch um mich. Das ist der Oskar, also mein bester Kumpel, mein bester Ex-Kumpel. Der wäre gern wieder Chef von unserem Verein. Und seine Süße, auch eine Parteifreundin, die Sarah, die wildet auch. Und beide zusammen wollen auf keinen Fall den Dietmar Bartsch. Eigentlich ein dufter Typ, aber halt realo, kann nicht jeder mit. Einige behaupten, der Dietmar würde... offensichtlich einen Kreissparkassendirektor mit dem Parteivorsitzenden verwechseln. Der Dieter Dehm. Auch ein Freund, aber mehr so vom Oscar. Aber eines ist uns natürlich allen klar. Die, die bislang den Chef gespielt haben, müssen weg. Sie glauben ja nicht, wen ich in meiner Verzweiflung nicht schon alle gefragt habe. Wollen Sie es werden?
Warum denn nicht? Ich bin gar nicht in der Partei. Darf man da auch? Ja, bei uns darf man. Naja, so ist es halt. Die einen wollen nicht, die anderen sollen nicht. Und wen haben wir am Ende gewählt? Die Dingens und den anderen. Ach, die kennen kein Schwein. Aber das wird schon noch. In gewisser Hinsicht muss man sich ja auch mit Illusionen anfreunden. Und das in eine weltgeschichtliche Stunde, in der eine starke Linke dringendst gebraucht werden würde. Also irgendwie, Heik, ziemlich falsche Freunde. Donnerwetter! Deswegen haben wir auch den Film so genannt. Wirtschaftskompetenz 0. Bildungskompetenz 0. Zukunftskompetenz 0. Sie können das alles senden, was ich gesagt habe. Gib mir ja, ja, yippie, yippie, yay. Rein handwerklich ist der Job von der Bundeskanzlerin eine ganz schöne Herausforderung. Vor allem bei solchen Koalitionskollegen, die einem permanent an den Nerven sägen. So geht's nicht, dass man Fakten in der Öffentlichkeit schafft, die wir dann abnicken sollen. Punkt. Sagt der Seehofer und grinst auch noch. So geht das in dieser Koalition den ganzen Tag. Aber es gibt einen, der klingt sich bei dem ganzen Hickhack einfach aus. Come fly with me, let's fly away. Ja, das ist der Vorteil, wenn man Außenminister ist. Wenn man keinen Bock mehr hat, haut man einfach ab. Come fly with me. Tum, 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 tum. Lass sie doch meckern. Für mich steht immer an oberster Stelle die Vertretung meines Landes, des Freistaats Bayern. Es geht mir alles zu zäh. Das kann man nehmen, wie die Kanzlerin, die sagt. Ich von meiner Seite aus sehe jetzt keinen Anlass, da größere Kritik zu üben. Dabei ist Kurve kratzen eigentlich die viel effektivere Strategie. Come fly with me, let's fly away. Genau, lass uns einfach wegfliegen. Wenn Sie einen Frosch in heißes Wasser werfen, dann hüpft er sofort heraus. Wir überprüfen das kurz. Frosch, heiß. Ja, stimmt. Wenn Sie einen Frosch in kaltes Wasser setzen, ja, und dann langsam die Temperatur erhöhen, ja, wird er zuerst nichts merken und nichts machen. Und wenn er etwas merkt, dann ist es zu spät für den Frosch. Was jetzt mal aus der Perspektive von einem Frosch? Eine ganz schön krasse Aussage ist. So viel zum netten Herrn Rösler. Ja. Wann hat Frau Merkel gemerkt, ich bin der Frosch? Schätzungsweise bei der besagten Telefonschaltkonferenz des CDU-Präsidiums. Jetzt ist der Rösler, um mal im Bild zu bleiben, politisch ja eher ein Fliegengewicht. Und die Kanzlerin, also der Frosch. Oh. Ah, so geht das in dieser Koalition Tag für Tag. Kreislauf des Lebens nennt man das. Herr Rösler ist gerne Vizekanzler und das kann ich gut verstehen. Come fly with me, let's fly away. Ja, das ist er. Der Schreibtisch, an dem das wichtigste deutsche Projekt seit Einführung der Kartoffel 1756 geplant wird. Eine historische Einmaligkeit. Hier planen die Besten der Besten zu unser aller Wohl die Energiewende. 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 Die was? Energiewende. Ach so, unsere große Energiewende. Windräder haben wir ja schon. Zack, hier doppelte Portion Sonnenkollektoren, alles nicht schlecht. Aber der Plan unserer Regierung ist viel ehrgeiziger. Gut. Diese Energiewende kostet natürlich was. Neue Stromleitungen, Windräder und so weiter. Aber die Mehrkosten, die sollen ja nicht über ihre heutige Größenordnung hinaus steigen. Nein, das sollen sie nicht. Pro Kilowattstunde Strom zahlen wir 3,59 Cent extra für die erneuerbaren Energien. Das nennt sich EEG-Umlage. Und die... Ah, Frau Merkel, sagen Sie es nochmal. Die EEG-Umlage soll nicht über ihre heutige Größenordnung
hinaussteigen. Tut sie aber doch auf 5,28 Cent ab 2013. Ja, das ist blöd, aber trifft alle Stromverbraucher. Naja, es sei denn natürlich, sie